Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, da gerade kein Fleisch-Happa-Happa-Event ist, guck ich mal, dass ich jetzt hier meinen Giftmüll noch nebenbei hinkrieg. Und halte nach den giftigen Rußblumen Ausschau. Und nach giftigen Königin-Skorpionen. So. Und zwei Drogen fehlen uns noch. Ich habe jetzt Mentats und Einserhäppchen. Mentats und Psycho. Nee. Ja, Buffout und Mentats. Wie hieß der Scheiß jetzt? Bufftets, jetzt hab ich's. Ja, ich will eigentlich ein guter Nachbar sein, aber... ich muss jetzt erstmal gucken. Wo ist... Morwehre. Ja gut, dann breche ich hier nochmal ab. Wir haben jetzt schon das letzte Mal ausfallen lassen. Ich muss gleich kurz warten, bis ich wieder außer Gefahr bin. Okay. So. Außerhalb der Gefahrenzone. Noch ist keiner hier. Aber das Mega-Faultier, das ist da. Gehst du denn hinten das Mega-Faultier machen? Das habe ich schon angeschossen, das kommt schon. Den starte ich den Bestienkrieg. Only together can we stop the spread of communism. Jetzt fliegen mir hier die Teile schon wieder durch die Gegend. So, schnell wieder in die Armor. So, Krötenarmee kommt her. Na, jetzt wird mir das vom Giftmüll die ganze Zeit angezeigt. Ich denke, da hinten sind jetzt ganz viele Gegner. Ja, Welle 1 ist schon abgeschlossen. Nee. Kommt, ihr lieben Fröschileins. Ich stehe hier mitten im Felde. Da züngeln die mich hier erstmal, Mausi. Jetzt haben sie mich runtergezüngelt. Bin ich schwer genug? Guck mal hier. Kommen alle zu mir. Ja, nicht übertreiben, Mausi. Übertreiben! Mensch. Da hinten ist doch noch eine Maulwurfsratte. Warum kann ich die nicht treffen? Denn halt nicht. Plünder ich hier halt. Plünder, 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 plünder. Schlinger? Schlinger. So, sieht doch noch ganz gut aus. Jetzt du kleine Ratte von mir. Ich hauen. Nee, ja. Die nehmen sich hier aber schon wieder freche Sachen raus, oder?
Nächster Schlinger. Na komm, ich tank dich. So, bevor mich der nächste Schlinger hier überrascht, nochmal ein Stimmy nehmen. Ich nehme lieber noch einen. Ach ja, jetzt kommt ja großes Mistvieh. Hinter dir. Ja, schieb mich hier nicht immer runter. Oh, Mad X. Sehr schön. Und ich kann immer noch nicht wieder abbauen. Okay. Wunderbar. Häppchen haben wir. Was wollte ich? Stimmt, ich wollte giftige Rußblume und Graften. Graften können wir einmal kurz wenigstens den Giftmüll einsammeln, dann sind die Marker weg. Und dann nochmal schnell hinten. Boah, wo war denn das? Ich weiß, es gab da hinten doch den einen Weg da hinten bei meiner alten Teststrecke. Da gab es doch so viele giftige Rußblumen, wenn man ein bisschen weiter hoch zum Berg gelaufen ist, also zum Denkmal. Ja. Da war irgendwo ein übelst viele Sträucher. Und jedes Mal dann immer dran denk, wenn ich das hab, dann, ne? Ja, denk dran, nächstes Mal, da musst du hinlaufen. Hm? Ja, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich habe die Umgebung so ein bisschen im Kopf, aber sieht halt alles sumpfig und giftig aus. Ich habe übrigens meine Bomben wiedergefunden. Du hast deine Bomben wiedergefunden? Ja, auf der Karte. Ah. Ich habe hier nochmal Kröten. Ist heute ein krötiger Tag. Aber so oft, die mag ich nicht mehr. Was hast du gegen Kröten? Ging mir auf den Sack. Quark. Aber rein theoretisch bin ich ja auch eine Kröte. Hm. Dann gehe ich dir also auch auf den Sack, okay. Nee. Nee. Du bist keine Kröte, du bist eine Schildkröte, das ist völlig anders. Ja, aber das hat auch Kröte im Namen. Oh, hey. Nicht gut? Nein. Warum nicht? Ich fand's gut. Ich nicht. Oh, nicht ganz erwischt. Immer. Jetzt bleib doch mal hier. Jetzt will ich dich jetzt auch erlegen. Na, aber. So. Auch wenn ich dich jetzt nicht looten kann. Sonst komme ich gleich nicht zu meinem Gift. Giftige Rußblumen. Jetzt nehme ich nur schnell meinen Müll mit. Hier einmal rüber. So, und zack. Ja, dann geben wir einmal ab. Ich bin der Meinung, das war da hinten. Ich überlege schon die ganze Zeit wegen den giftigen Rußblumen. So, Kallis Futter hatte ich mir ja auch schon wieder hergestellt. Das habe ich auch erledigt. Eieieiei. So. Düse im Sauseschritt, aber vorher gucken wir nochmal nach Plastik. Jawohl. Nee. Haben wir auch schon. Ich kann immer nicht aufhören zu looten. Ich habe so wenig Zeit, dann kann ich aufhören zu looten. Oh Mann.
Pass auf, gleich, ist wieder das Event. Ich gucke, ich renne jetzt hier einfach nur quer hoch rein. Vielleicht habe ich Glück. Und sehe hier noch ein paar weiße Blümchen. Weiße Blümchen, weiße Blümchen. Ja, ich glaub, wird gerade der Arsch versohlt. Dir wird gerade der Arsch versohlt. Ja. Boah, wieso tust du sowas? Ich kann doch nichts dafür, wenn mir der Supermutant auf den Arsch haut. So ein richtig schönen Spanker, ja? So mit der Planke. Ja, das ist meine Planke in Hand. Tut doch weh. Ach was. Ach, das bist du gewohnt. Hä? Von was? Schon gut. Hm? Siehst du, das kriegst du noch nicht mal mehr mit, so gewohnt bist du das schon. Warte ab. Bloß ich hol keine Planke raus, so wie der Supermutant. Nee, der bei dir reicht eine flache Hand, das tut genauso gut. Oh, ich hab hier. Stöhnt er mir das Ohr zu? Ja, weil, ich oder was? Nee, der Supermutant. Ich wollte gerade sagen, wieso stöhne ich dir das Ohr zu? So was Perverses tue ich doch nicht. Nein. Nein, Schatz, das tue ich nicht. So. Mensch, so viele Rathirsche hier auch noch. Gib nochmal fett Fleisch für mich. Hier geblieben. Aber muss ich jetzt gleich meinen Glibber holen, weil sonst klappt das wieder nicht. Ich habe ja jetzt eigentlich ein paar rußige Blumen. So. Jetzt nochmal Glibber holen. Glibber, 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 Glibber. Komm, gehen wir zum Außenposten. Das ist sowieso keine Nuke derzeit. Außenposten. Jetzt. Was ist denn jetzt los? Hä, ist doch gar keiner in der Nähe hier. Außenposten. Jetzt. Sofort. Der will mich essen. Tu doch was, Schatzi. Der Supermutant will mich essen. Ich kann nichts tun. Ich will doch selber wegporten hier. Bloß ich glaube, die Hirsche lassen mich nicht. So. Versuch Nummer 100. Versuch Nummer 100. Der übertreibt mal wieder. Nee, hätte ich sagen sollen, versuche Nummer 1 Million. Das ist ja, übertrieben. Ich hab's doch jetzt nur 200 Mal versucht. Die Zahl ändert sich auf jedes Mal, ne? Wieso? Wenn ich 300 Mal probiert hab, ne? Nein, irgendjemand ist in die Knallblumen reingelaufen. So ein Shit. So, Glibber, Glibber, Glibber. Kann der jetzt mal offen von mir weg zu latschen? Stink ich so sehr, oder was? Hallo? Ameise! Ach ja, haben wir ja fertig. Und lauf doch nicht weg, Mensch. Glibber? Kein Glibber. Will dich nur töten, komm her. Ja, das sagt sich, das sagt jetzt die Brandbestie sich hier oben auch. Ich will dich nur töten. Oh, ich hol gleich nochmal eine Kollegin. Kollegin auch noch. Hier, sind die nicht weiblich? Weiß es nicht. Frag sie. Also wie gesagt, Spot ist aktiv. Einmal nur reinhalten hier. Lasst mich meinen Glibber holen. Da! So, welche hatte ich jetzt? Die... Das hätte man mal haben müssen beim Community-Brandbestien-Event. Ja, ne? Das wäre viel einfacher gewesen. Wenn dann immer gleich so 3 Stück auf einmal kommen. Hey! Ja, ich bin verschwunden. Doch, das ist fair.
Alter, das Vieh will mich da hinten verarschen. Ich hält eins mit etwas mehr Reichweite. Jetzt hau doch nicht immer ab da. Du. Ja, piu. So, Knie nieder. Okay, warte. Du doch nicht. Jetzt habe ich aber einen Knicks gemacht. Das hat niemand gesehen. Wiederhol das nochmal. Okay, warte. So. Ja, das hat immer noch niemand gesehen. Wiederhol das nochmal. Okay. Platte hängt. Das hat niemand gesehen. Bitte wiederhol das nochmal. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte noch Glibber. Mensch, Brandbestien lenken ab. Oh, ich hab die Bomben gefunden. Glibber, ja. Da könnte noch Glibber sein. Glibber. Ja. Nein. So, hast du das auch jetzt vergessen? Mensch. Einsatz verpasst, schlecht. Ja. Du spinnst. Du. Nee, eher, ja, 1A Häppchen, aber jetzt mach ich wenigstens noch eine Droge fertig. Jetzt porte ich gerade. Ja, porte dahin, ich komm gleich hinterher. Halt. Nee, ich porte nicht dahin, ich porte irgendwo hin. Ach so. Nass. Punkt. Komm, mach mich sauber. Nutze ich die Chance und setz mich anders hin. Ich hab sogar die Tür aufgelassen, damit ich ja nicht noch E drücken muss, während des Türen aufmachen. ich glaube, ich lass hatte. Mich weiter, hast du einfach vergessen, die Tür zuzumachen? Ich hab keinen Kopf mehr! Leute. Ich hab keinen Kopf mehr! So, ganz viel Psycho machen. Jetzt brauchte ich Buff Out, genau. Buff Tets habt ich schon. Was brauchte ich hier? Hier brauchte ich Schlammbohne noch für. Dafür brauche ich eine Nuka-Cola. Dafür noch einmal Buff Out. Und dafür Mutterbeeren und Whisky. Okay, Nuka-Cola. Aber irgendwie sieht das voll cool aus, ohne Kopf. Wie das aussieht, ey. Ja, schöne Raider-Grüße, ne? Ich finde, das sieht irgendwie hammer aus. So, dann geht der Kopflose mal wieder in seine Power-Armor. Du musst doch nicht gleich weinen. Doch, das macht mich so glücklich, dass ich sogar weinen muss. Hier, willst du ein Taschentuch da? Nee, ich brauch kein Taschentuch. Schnell zitzt du dir kurz die Nase. Das sind männliche Tränen, ja? Die mehr Motoröl ja, ne? Oh, die schmecken nach reinen Fusionskern. Nicht nach Plasmakern? Nee, das sind schon die dickeren Sorten, weißt du? Na, so viel Kaffee, wie du eigentlich trinkst, müssen die nach Kaffee schmecken. So, bin da, wer noch? Ja, dann ansprechen. Ja, dann, ich muss aussteigen dafür wieder. Jetzt bin ich auch ausgestiegen. Ich will jetzt auch mal, du hast schon die ganze Zeit immer getrommelt. Ja gut, dann trommel du, Psychobärchen. Ich will auch mal trommeln. Psychobär. Trommel die. Aber mein Kopf ist wieder da, so ein Mist. Oh, schade. Trommel. Oh, hallo Mausi, na, wie geht's dir? Mensch, du lässt echt den Kopf so hängen, ey. Schlimm. Hinter dir ist gerade Freddy von Five Nights at Freddy. All systems nominal. Weapons, communist target acquired. Oh Mann. So, Skorpion jagen! Die Brandweste liegt immer noch da. Von vorhin. Ne, ist ja jetzt bald 2 Stunden her, ne? Skorpionis! Oh
Komm, gib mir meine 190. Also du kannst ruhig auf die schießen, ne? Also. Ja, ich hab die ganze Zeit zum Einbringen. Musst du die Waffe wechseln, deswegen. Armes Würstchen. Gatling musst du lernen. Man muss ein bisschen höher zielen als das Fadenkreuz ist. Dir läuft da was hinterher übrigens. Oh. Ja, ne? Fangirls. Hey, ich schlachte meine Fans ab. Schönen Dank. Ja, siehst du, das passiert, wenn man ihm hinterher rennt, ne? Sind sie abgeschlachtet. Dabei kann ich keine Fliege was zu Leide tun. Hm. Das stimmt gar nicht. Das stimmt wohl. Ich bin immer ganz, ganz lieb und artig. Ich reiß bloß Menschen den Kopf ab. Reißt du bloß Menschen den Kopf ab? Fress ihre Babys. Okay, halt, stopp. Bei Babys hört der Spaß auf. Kopf abreißen geht ja noch, aber Babys, nee. Mir fällt nichts Grauenvolles mehr ein. Oh, schlecht. Ihr kannst so sehen, wie lieb ich bin. Weil nach Babys kann ich nichts mehr toppen. Die werden einfach mit so grauenhafter Folter, bis sie sterben, wiederbeleben, wieder foltern, sterben, wiederbeleben, statt foltern. Ah. Ja, genau so. Ah. Alter, zu viel Gift. Habe ich dir jetzt nicht getroffen? Dich dafür aber. Hey, der hat sogar einen Fatman bei gehabt. Mann, war der Fatman. Warum muss ich da jetzt an Dickmann denken? Weil ich das auch so betont hatte. Ach Mann, ihr Scheiß, ich hab dich simsen gehört. Hat er der kann eine SMS schreiben, ja? Ja, aber ich kann sagen, hat er eine SMS geschickt oder was? Aber es ist so überaltes Nokia. Ne, so was man gegen die Wand schmeißt, was man gegen die Wand schmeißen konnte und das ein Loch an der Wand hinterlassen hat, aber noch nicht mal einen Kratzer bekommen. So, die hatten doch immer so diese ganz, ganz polyphonen Töne so. Ja. Wenn man eine Taste gedrückt hat. Immer so ein Piep, 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 Piep. Ja, und so hat es mich angesimst. Achso. Hat mir eine SMS geschrieben. Hat gesagt, kommt später. Steck im Stau. Was wollte der jetzt von mir? Der wollte mit dir knuddeln schon wieder. Der hatte die Arme schon erhoben und hat gesagt, oh, knuddeln! Drehen die da hinten schon wieder ab, oder was? Ja. Ignorieren mich, siehst du das? Ich schieße auf dich. Ja, pass auf, jetzt gehe ich hin und guck, ich gehe hin und der kommt mir entgegen. Oh, Bullshit, ich liebe dich. Oder was? Ja, Spot ist an. Warte, hier, kann ich ja nochmal mehr Spot anmachen. Entsteht wenigstens auch unten Spot. Das ist einfach so schlecht. Nicht nur Bilder, die Leute abonnieren dich, sondern auch hier die Mobs abonnieren dich, weißt du? Ey, cool, neue Abonnenten. Mag ich immer. Wollte dich schon wieder einer angreifen. Echt? Den habe ich doch nicht mal mitgekriegt. Ja, der ist hinterher. Ist das schon wieder? Die kommen auf mich zu, drehen ab und gehen zu dir. Was ist denn das? Rennt die hinterher. Ich weiß das nicht. Ich weiß bloß, dass wir uns jetzt wieder beeilen müssen. Schon wieder. Ne, wir haben nur 1:30. Und hier läuft das immer noch so ein bisschen nach. Was nimmst du? Es läuft nach, weißt du? Es hat einen Leck. Es läuft aus. Jemand einen Korken? Der ist sogar legendär. Wer?
Der Behemoth. Ja, gib mir deine Keule. Hier. Nimm meine Keule. Hat er jetzt keinen Bock mehr oder was? Ja, so ungefähr. Bullet ist in einer anderen Richtung. Was macht der denn jetzt? Ich hab keine Ahnung. Wir haben doch keine Zeit, jetzt krepier endlich. Meine Güte. So, das war ein König. Nee. Doch, hier ist auch noch ein König. What the fuck. Na, wenigstens Ereignis abgeschlossen. Hey, Atome gemacht. 76 Quests in den Cramper Bock gemacht. Ich bin überladen. Schon wieder. Ja, diesmal weiß er den Weg, ne? Ja. Oder denk an das Red Ameisenlager. Nur so als nützlicher Hinweistipp. Hätte ich jetzt wieder vergessen. So. Ich brauche noch mal Glibber. Glibber. Ich laufe jetzt hier einfach nochmal runter, vielleicht habe ich Glück und finde noch eine Pflanze, die noch nicht abgesammelt worden ist. Und ich höre die Maulwurfsratten schon wieder hinter mir herrennen. Bull Turtle. Ja, wurde ermordet. Und wird demnächst aufgefressen. Bull Turtle. Weißt du, läuft die Maulwurfsrattenfamilie hinter dir her und dann singen sie so Bull Turtle. Ja, und weißt du, was ich dagegen zu sagen hab? Halt die Fresse. Nee. Ich kaufe für 5 Euro. Und der schmiert Fallout ab. So, ich habe jetzt nochmal Glibber. Glibber die Ribber. Bull. Ich stell mir das so lustig vor, dass er muss ich gerade lachen. So ein hüpfender Gangart, weißt du, so Bull, Turtle. Ja, ich stelle mir das irgendwie schon lustig vor, ja. Ah, da hinten haben wir noch einen Glibber. So, dann wollen wir hoffen, dass ich genug Glibber hab. Dann brauche ich, glaube ich, einen Feuerhut. Aber den habe ich ja bei mir beim Camp irgendwo nochmal bestimmt. Schnell. Wie ich bin... Ach so, ich bin ein paar Kilo zu leicht. Ein paar Kilo zu leicht, oh. Einmal ein Hirsch. Hast du was falsch gemacht. Ja, einmal ein Hirsch. Und hoch. Und dann wollen wir mal gucken. Was? Jetzt habe ich gerade einen Schluck getrunken. Jetzt habe ich nicht gesehen, was das war. Ja, ich habe nicht drauf geachtet. Ich bin immer noch mit den hüpfenden Maulwurfsratten beschäftigt. Ich habe das Flatwoods-Monster bei mir in der Nähe, ne? Oh, cool. Willst du es mitmachen? Ja. Also du musst nur auf mein Camp porten und dann ein Stück weiter ist gleich das Flatwoods-Monster. Alter, ich habe gleich meine ganzen 308er Munition komplett weggeschossen, ne? ich glaube, es hat mich jetzt gerade mitgekriegt, oder? Nee, es ist weggeportet. Och Mann. Es ist gerade weggeportet. Ja, bestimmt hat es mich gerochen. Diesmal bin ich der Stinker. Achso, okay. Aber ich bin dein kleiner Stinker. Ich brauche doch noch... Ich brauche doch noch einen Feuerhut.
Sonst, wenn ich hier sonst immer langlaufe, dann sind hier eigentlich immer so 3-4 Spots mit Feuerhüten. Aber ich denke mal jetzt nicht, weil das in den Atomen drin steht. So, ich bin mir sicher, dass hier mehr. Ah, ich hab einen. Feuerhut! Feuerhut! Meiner! Mein Feuerhut! So. Jetzt habe ich den auch. Jetzt muss ich nur noch zusammen craften und dann passt das. Und oh shit, wir sind ja schon bei 30 Minuten, Mausi. Warum sagst du da nichts? Weil ich den Timer nicht im Blick habe. Ach, Mist. Dann machen wir jetzt hier erstmal einen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit Fleischhopper auch schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.